Kochen mit Fernsehkochsalze McKenzie. Rindfleisch Tatar nach Thai A 2 Limetten 1/2 Knoblauchzehe 1 Esslöffel Palm- oder Rohrzucker 1/2 Getrocknete Chilischote 2 Esslöffel Sojasauce 2 Esslöffel Nanpla, Klammer auf Fischsoße Klammer zu, 10 Stängel Minze 10 Stängel Koriandergrün 10 Stängel Thai Basilikum 1/2 Buntschnittlauch 300 Gramm Rinderfilet, ohne Fett oder Steak etwa 12 Reiswaffeln, siehe Seite 17 Klammer zu, außerdem, Zitruspresse kleiner Mixer die Limetten halbieren und auspressen, den Knoblauch schälen. Den Limettensaft in den Mixer geben. Knoblauch, Zucker, die Chilischote, die Sojasauce und die Fischsoße hinzufügen. Alles 1-2 Minuten pürieren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Beiseite stellen. Die Minze, Koriander und Basilikumblättchen von den Stängeln zupfen und in grobe Streifen schneiden. Den Schnittlauch fein hacken. Das Fleisch erst in dünne Scheiben, dann in Streifen und zuletzt in kleine Würfel schneiden. Das Fleisch mit den Kräutern und der Soße in eine Schüssel geben und alles gründlich vermengen. Die Reiswaffeln als Beilage dazu reichen.